Ja, nur mal zur Einordnung, 10 Corps gibt's. Wir haben bisher gesehen, die Sapeure, die Edelknaben, die Grenadiere und jetzt die Jäger. 4 Stück. 4 Corps. 6 fehlen noch. Ja, es fehlt noch. Eine Menge Corps, wir sehen sie dann gleich. Schützenlos, Tubertus Schützen. Hier nochmal ein ganz toller Parademarsch des Stambo-Majors. Stambo-Major Rheinklänge. Ja, und nicht, dass Sie meinen, liebe Zuschauer, die Schützen sehen alle gleich aus. Ne? Also Grenadier und Jäger konnte man schon ganz gut unterscheiden. Zwischen dem Kött oder dem Frack oder hier der grüne Waffenrock und die weiße Hose. Das wird nachher ein bisschen schwieriger. Ne? Wird etwas diffiziler, ja genau. Aber wir geben dann Hilfestellung dann auch. Ist die Hose dann mal andersfarbig, der Hut hat mal eine andere Farbe. Ja. Du weißt das natürlich. Ich weiß das. Abgesehen davon, dass du ja jedes Schützengesicht ein neues hättest. Ja, so ungefähr. Es fehlen wahrscheinlich von den 6600 ein paar. Aber es ist auch schön, wenn man so viele nette Menschen kennt. Die Neusser Schützen untereinander sind jetzt nicht, ne, weil wir ja keine Bruderschaft in dem Sinne sind. Ne, wir würden uns jetzt nicht alle als Schützenbrüder untereinander bezeichnen. Aber das wäre die rein kirchliche Variante. Das ist die kirchliche Variante, ja. Aber die gibt es auch. Wenn wir sie gleich sehen, eine Bruderschaft, wir haben ja 2 Regiment, dann werden wir das auch sicherlich ansprechen. Zum Jägerkorps gibt es eine interessante nette Geschichte. Die haben in diesem Jahr einen neuen Major. Der war vorhin mal im Bild auch eingeblendet. Der Hans-Jürgen Hall. Das ist ganz, ganz selten in neuester Geschichte. Der ist jetzt Major des Grenadierkorps und war früher, ich hätte fast gesagt, in einem vorherigen Leben, war er 12 Jahre lang Chef der Artillerie, des Artilleriekorps. Also das ist ja fast vergleichbar, wenn ich in Düsseldorf in einem Karnevalsverein Prinzengarde rot-weiß bin und bin dann plötzlich in blau-weiß. Ja, ja, so kann man das sehen. Also das ist sicherlich eine ganz, ganz seltene Anekdote. Wie lange ist er denn jetzt schon Jägermajor? Ist gerade, zum ersten Mal. Der ist also im Frühjahr erst gewählt worden. Haben wir gerade noch drüber gesprochen. Grenadiere, die sind ja schon lange vorbei. Ja. Die Jäger sind noch hier in Reihe und Glied und die Grenadiere können sich jetzt ein bisschen entspannen, ein bisschen ausruhen. Ich denke, das werden wir jetzt am Marienbildchen sehen. Wollen wir mal da hinschalten? Klar.